So, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Mass Effect 3 und es wird schon geredet. Klingt wie eine Blume. Eine farbenprächtige. Wenn ich endlich ein Kind bekomme, werde ich es nicht nach einer Pflanze benennen. Wie geben Kroganer denn normalerweise ihre Kinder Namen? Wahrscheinlich nach Granaten. Die Männer betrinken sich mit Zowak-Saft und veranstalten Rübs-Wettbewerbe. Wenn dabei etwas nach einem Wort klingt, ist das der Name. Grunt! Also Rex! Rübsgeräusch? Ich würde ihn an ihrer Stelle nicht daran erinnern. Ja, schön. Willkommen zurück zu Mass Effect 3. In dieser Aufnahmesession wollen wir zunächst einmal dieses lustige Gerät hier an einen Neukräft zuweisen. Wie oft habe ich das angeguckt? Wahrscheinlich schon ungefähr 10-mal. Bonuskräfte neu zuweisen. Nein, auch das nicht. Wollen wir, wie gesagt, erstmal am Anfang ein bisschen mit den ganzen Leuten reden hier. Mit den beiden habe ich ja schon geredet. Gehen wir so gleich zu den unteren Ebenen. Und daraufhin wollen wir uns mal um die Rachni kümmern. Das Gerücht der Rachni wurde ja verstreut jetzt von Erdnord Rex, unserem alten neuen Kameraden. Und dann wollen wir vielleicht noch gucken, was wir noch für Nebenmissionen machen sollen. Wir haben ja noch einiges zu tun noch. Aber reden wir erstmal mit Garrus. Shepard, ich habe gehört, Kroganerinnen stehen auf Männer mit Narben. Dann bleib ich am besten hier drin unter deinem Schutz. Ich habe ja auch ein paar. Hoffentlich plant niemand eine arrangierte Heirat, um dieses Gerücht zu untermauern. Obwohl ich zugeben muss, dass ich Iva bewundere. Mit der Genophage zu leben, muss eine unfassbare Qual gewesen sein. Und jetzt ist sie zu allem Überfluss auch noch die letzte Hoffnung ihres Volkes? Ein unglaublicher Druck. Für so etwas braucht man wirklich Mut. Hoffentlich können wir da mithalten. Garrus. Garrus will doch nicht zwangsverheiratet werden. Das wäre doch diplomatisch gar nicht mal schlecht, nicht wahr? Ein Turianer und ein Kroganer. Ich nehme an, dass wir im Krieg sind, was? Kroganerin. Ja, das kann man sagen. Ich bin mit Cerberus durchaus im Krieg. Ich habe noch nie eine Kroganerin gesehen. Anscheinend sind sie die eigentlichen Denker auf T'Chanka. Ja gut, Denker mit Schrot finden, das ist immer so eine Sache. Okay, du hast aber nicht so viel zu sagen mehr. Allgemein ist Garrus immer so ein bisschen wortkarg. Ich meine, gut, das passt zu seiner Persönlichkeit. Aber auch schon mit zweiten Teil, weil er ist nicht gerade der große Plauder... Turianer. Also, Liara, verlassen Sie sich noch immer darauf, dass die Proteaner die Antworten auf alle Fragen liefern? Es wird funktionieren, Rex. Wir müssen nur mit dem Bau des Tegels fertig werden. Obgleich mich interessieren würde, wie Sie an diese Information gelangt sind. Das war nicht schwierig. Zum Glück halten Sie den Ort des Tegels geheimer als den Umstand, dass er existiert. Und Sie kümmern sich selbstverständlich um beides. Immerhin sind Sie berühmt für Ihre Diskretion. Meine Lippen sind versiegelt. Ja, hast du was Neues zu sagen? Danke fürs Vorbeikommen. Okay, ist gut. Also kein Bettspaß heute. Na gut, Notizen der Proteaner 2186, Eintrag 3. Wenn es stimmt, was Javik sagt, dann entstammt er einem Volk von Imperialisten, das den Rest der Galaxie an Angst und Schrecken versetzt hat. Und könnte er seine Leute zurückbringen, würde er uns alle dafür opfern, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken. Ich habe mir heute meine alten Notizen angesehen. Sie sind sehr naiv. Haben wir die Proteaner wegen ihrer beeindruckenden Technik romantisch verklärt? Ist das wirklich das Volk, dessen Studium ich mein Leben gewidmet habe? Ja, das ist es. E-Mail von Professor Tikisha an Dr. Odul. Ich habe jedes Nachschubdepot rund um den Tegel angerufen, um genügend reines Platin für das primäre Auslöse-Inlay zu finden. Unser Vorrat reichte nicht mal, um eine Kaffeemaschine zu beschichten. Okay. Eine Stunde später stockte ein Schiff mit 16 Tonnen Platin an. Oh, mit Empfehlung vom Shadow Broker. Dann flog es wieder weg, um weitere Materialien für das Projekt zu beschaffen. Der Kapitän des Schiffs hat mir später in einer E-Mail geschrieben, dass der Broker sich auch weiterhin um unsere Bedürfnisse kümmert. Cool. Das ist zwar großartig, aber ich werde meinen Computer auf Wanzen checken. Schön. Danke fürs Vorbeikommen. Ja, das mache ich zu sagen. Ist ja gut. Habe ich hier mal eine Dinge? Informationstermine nutzen? Verbesserte Biotikimplantate? Dieser verbesserte Verstärker ist ein komplexes Biofeedback-System, das sich mit ihren Rüstungsmikrocomputer verbindet. Der Verstärker kann dazu genutzt werden, biotische Kampfkräfte zu optimieren oder deren Schaden zu erhöhen. Doppelklick, klappt nicht. Dann halt nicht. Gut, gehen wir wieder. Hier ist also auch nichts Neues. Können wir also noch eine Etage runterfahren oder haben wir uns schon die Örtlichkeiten links und rechts angesehen? Ich guck kurz nochmal rein. Ja, der Raum ist immer noch leer. Tain will zum Sterben ja lieber allein sein. Was ist hier nochmal gewesen? Ach ja, Toilette.
Und hier ist immer noch niemand. Und da drüben ist... Lass uns schnell mal hinrennen, in Anführungsstrichen. Auch niemand. Denn Samara ist auch nicht da. Mal gucken, was aus der eigentlich geworden ist. Würde mich auch mal interessieren. Ich habe noch nichts zu sagen. Okay. Gut, dann eben wirklich eine Etage runter. Ich bin im Crew-Deck und wir fahren jetzt aus Maschinendeck. So, was haben wir denn hier? Wir haben noch ein paar Techniker gehabt, nicht wahr? Ah, da runter gehen wir gleich. Du! Ich bin in Ordnung, Commander. Nüchtern und konzentriert. Na, oh, das ist doch schön. Danke für die zweite Chance. Kein Problem. Willkommen zurück, Chief. Stimmt, wir haben ja gerettet aus dem Gefängnis. Gut, gehen wir nochmal runter. Muss so ein bisschen nach Schiffen Ausschau halten. Falls irgendwer was versteckt hat noch. Ah, hier ist niemand. Ist hier auch kein Schiff? Nein. Ich sehe zumindest keins. Muss natürlich nichts heißen. Gut, ich könnte auch auf die Map gucken. Wo sind wir denn hier? Javik ist bei im Backbord-Frachtraum. Diana Ellers ist im Steuerbord-Frachtraum. Und Technik Dulelli haben wir schon angesehen. Na gut. Dann mal zu den beiden Frachträumen. Ich glaube, das war falsch. Lass mich rein. Warum interessieren Sie sich so sehr für mein Volk, Asari? Die Proteaner waren immer ein Rätsel, das es zu lösen galt. Ich wollte wissen, was mit ihrer Zivilisation geschehen ist. Warum ist so eine erleuchtete Spezies verschwunden? Erleuchtet? Naja, man hatte immer den Eindruck. Und jetzt, wo ich da bin? Was ist das für ein Gefühl, nach 50.000 Jahren in einer neuen Galaxie zu erwachen? Ich finde, dieser Zyklus legt zu viel Wert darauf, was andere Spezies denken. Kroganer, Turianer, Salarianer. Zu meiner Zeit waren sie alle primitiv. Was soll ihre Hilfe jetzt nützen? Alleine können wir diesen Krieg nicht gewinnen. Dann verlangen sie ihre Hilfe. Schenken sie egoistischen Forderungen keine Beachtung. Was bringt es schon, eine Kroganerin zu retten? Wenn es nur so einfach wäre. Wenn sich jemand in den Weg stellt, vernichten sie ihn. Wie bitte? Ich... Entschuldigung. Der frühere Bewohner dieses Raums hat Spuren hinterlassen. Ich habe einige davon absorbiert. Ja, Grunt. Er war sehr stark. Ich lasse sie jetzt allein, damit sie sich erholen können. Ja, aber vielleicht das haben wir gerade... Das wäre das Beste. Ein bisschen tiefer in die Psyche von Javik geblickt. Javik ist natürlich ziemlich rücksichtslos und ist offensichtlich derjenige, der einfach nur wirklich sehr chaotische, also sehr, sehr, sehr rücksichtslose Entscheidungen treffen würde im Kampf gegen die Reaper. Aber ich glaube, er versteht noch nicht ganz, dass das diffizile System, was sich gerade in der neuen Galaxie aufgebaut hat. Und er denkt relativ geradlinig und, ja, ich will fast sagen, etwas naiv, muss ich leider sagen. Denn wenn er sagt, ja, die Kroganer, die Salarianer und die Turianer und sowas alles in seiner Zeit waren ja alle primitiv. Was sollen die ihm jetzt schon nützen? Ja, ich meine, in seiner Zeit ist 50.000 Jahre her. Von daher können die durchaus schon Fortschritte gemacht haben. Salarianer essen zum Beispiel keine Insekten mehr und werden auch nicht mehr gegessen. Javik, lass uns reden. Habe ich schon erwähnt, dass sich die Salarianer die Augen geleckt haben? Sie haben es ganz schön weit gebracht. Obwohl sie immer noch zu schnell sprechen. Aber sie immerhin sprachen sie damals. Cerberus. Ich begreife nicht, wie ihre eigene Art sich gegen sie stellen kann. Ja, die Menschen sie sind seltsam. Sie werden genauso bluten wie alle, wenn die Reaper nicht aufgehalten werden. Mhm. Der Kroganer Rex hat mir eine Arbeit angeboten. Er sagte, wenn mir das Luxusleben auf der Normandie zu viel würde, könnte er mir ein paar richtige Ziele geben. Okay. Ja? Ja? Okay, das Gespräch mit dir ist auch nicht gerade tiefsinnig, also beziehungsweise haben keine Gesprächsoption. Dann gehen wir eben in den anderen Frachtraum. Rennen mal wieder in Anführungsstrichen. Und natürlich werden wir auch das Shuttle-Deck nicht vergessen. Hey, es ist nur eine Art Kommentar. Wem es nicht gefällt, der soll es nicht runterladen. Sie sagen, dass wir Terra Nova nicht brauchen. Eine Kolonie verlieren, fünf retten. So sieht die Rechnung nun mal aus. Irgendjemand wird schon noch ernst nehmen, was Sie sagen. Die Asari-Republiken stimmen über so etwas ab. Wir alle würden jede Welt retten, wenn das möglich wäre. Ist es aber nicht. Sie glauben, Sie können auf diesem Schiff mitfliegen, beim Essen neben uns sitzen und dann so etwas senden? Das ist Verrat! Hey, es ist nur eine Art Kommentar. Wem es nicht gefällt, der soll es nicht runterladen. Sie sagen, dass wir Terra Nova nicht brauchen. Eine Kolonie verlieren, fünf retten. So sieht die Rechnung nun mal aus.
Irgendjemand wird schon noch ernst nehmen, was ich sage. Ich werde ihn mal unterstützen. Die Asari-Republiken stimmen über so etwas ab. Der Bericht wird nicht gesendet oder sie verlassen das Schiff, Alas. Genau das hatte ich befürchtet. Danke, Commander. Wie entscheiden Sie sich, Alas? Wie Sie sagen, es ist ja nur Ihre Meinung, richtig? Ich ziehe ihn zurück. Sehr schön. Die Frage übrigens, warum ich das gerade getan habe, ist relativ einfach beantwortet. Natürlich würde ich selber eine Kolonie opfern, um 5 zu retten, das gebe ich zu. Also zumindest in diesem Spiel. Real, keine Ahnung, da bin ich Gott sei Dank in diesem Erscheinungsdruck. Aber es muss nicht auch in den Medien propagiert werden. Die Medien müssen praktisch eine Einheit bilden. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen trügerisch, was ich gerade mache, ist aber so. In den Medien können wir nicht sagen, ach, diese Kolonie da ist völlig unwichtig, weil da wird sich nämlich irgendwann jede Kolonie fragen. Warte mal, wenn diese Kolonie heute unwichtig ist, was ist denn, wenn ich morgen sozusagen, also wenn meine Kolonie morgen gegen 5 andere aufgewogen wird und ich dann dementsprechend verliere? Nein, wir versuchen so lange Einheit zu bewahren, wie es geht. Vielleicht können wir auch diese eine Kolonie noch retten und die anderen 5 dazu. Das darf man ja nie vergessen, denn wir haben schon viele aussichtslose Dinge gewonnen. So, Begründung fertig. Hallo, Diana Ellos. Wissen Sie, früher hatten Kameras keine automatischen Filter und die Reporter mussten vorher geschminkt werden. Ja, du hast wahrscheinlich dann so eine Art Menschlichkeitsfilter, dass du wieder normal aussiehst. Müssen wir reden, Commander? Weiß nicht, ob wir das müssen. Nein, weitermachen. Verlassen Sie mein Schiff. Okay. Okay. Im Moment nicht, Ellos. Sagen Sie Bescheid, wenn es soweit ist. Das sind ja richtig nette Gespräche heute. Okay, aber ist hier noch ein Schiff oder sowas? Wenn ich schon mal hier drin bin. Nein. Gut. Gehen wir also noch weiter runter. Am besten hier rein. In die Shuttlebucht. Oh, Techniker ist weg. Du bist nicht der Techniker. Ist ja eigentlich wieder ein Schiffchen. Ah ja, tatsächlich. Modellfrachter aufheben. Wo ist sie doch? In diesen ganzen Nischen war ich nämlich noch gar nicht hier. Ich habe mir noch die Charaktere sozusagen bequatscht. Und da hinten ist auch noch was. Nö, so ein paar Waffen, okay. Modell Allianzkreuzer aufheben. Auch den hätte ich gerne. Was ist das? Modell Geth-Kreuzer aufheben. Aha! Fiese Schweine, hab mein Kram versteckt. Ist mit dem Shuttle alles okay? Ich überprüfe nur die Gleichgewichtsdämpferspulen. Wir sind im UT-47 anfällig. Aber keine Sorge. Der Vogel ist total stabil. Ruhen Sie sich eigentlich jemals aus oder versuchst du einfach nur durch Arbeit deine Emotionen zu verstecken? Sie sind immer nur hier unten und arbeiten. Nehmen Sie sich denn auch mal frei? Ich schlafe genug. Müde zu fliegen ist schlimmer als betrunken zu fliegen. Und wenn Sie wach sind, keine Entspannung? Ich muss mich beschäftigen, denn sonst denke ich zu viel nach. Ja, aber arbeiten Sie nicht zu hart, weil sonst wird es wahrscheinlich im entscheidenden Moment gerade zusammenklappen. Ich schätze Ihren Einsatz, aber ich will kein Burnout-Syndrom sehen. Ich kenne meine Grenzen und würde nie Ihr Leben riskieren. Aber deins würdest du riskieren. Haben Sie sich denn auch vor dem Krieg nie entspannt? Doch. Ich weiß noch, als die Hawking hinter Arcturus stationiert und ich ein blutiger Anfänger war. Es gab da dieses Beobachtungsdeck über den Startbahnen. Man konnte allen Schiffen beim An- und Abdocken zusehen. Wenn ich allein war, habe ich die Lautsprecher abgeschaltet. Dann flogen sie lautlos vorbei. So etwas gibt es auch auf der Citadel. Wenn wir das nächste Mal dort sind, sollten sie sich frei nehmen und sich das ansehen. Ich weiß nicht. Vielleicht. Tun sie es für mich. Nehmen Sie auf der Citadel Landurlaub, Steve. Mir zuliebe. Ich kann Ihnen einfach nichts abschlagen, Shepard. So soll es sein. Wegen meinem zarten Äußeren wahrscheinlich. Ja. Dann würde ich noch ganz gerne mit unserem kleinen Wonneprop hier drüben reden, der wahrscheinlich wieder irgendwo trainiert. Wenn ich ihn mal finde. Also doch. Du trainierst gar nicht. Gibst du ihn drauf? Bist du krank? Bist du traurig? Dieser Primarch hat wirklich Cojones. Wir bräuchten mehr Politiker wie ihn. Die genauso gut einstecken wie austeilen können. Ich frag mich, was zum Teufel Cerberus auf Sokash vorgehabt hat. Ja, wenn ich hab gehört, wir sind unterwegs nach Tuchanka. Ich würde gern selbst sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Ich meine ja bloß. Ja, du willst dabei sein. Rex ist ein knallharter Brocken. Ich wette, er kann ein paar interessante Geschichten erzählen. Ja, aber ich würde nicht gerade mit ihm so ins Gespräch gehen, wie du es mit Shepard getan hast, weil dann wirst du wahrscheinlich auf dem Boden liegen und ziemlich viel bluten. Dieser salarianische Wissenschaftler ist ein bisschen komisch. Also,
selbst für einen Salarianer. Ja, das ist wahrscheinlich ein Gesprächsfetzen, der eigentlich für Dr. Morley hätte aufgehoben werden sollen. Diese Jack ist echt übel drauf. Aber irgendwie heiß, wenn man auf sowas steht. Wenn man auf irgendwelche Psychotussen steht, die einen mit ihren Gedanken in Stücke reißen können und das auch zu gerne tun würden, dann bestimmt, ja. Also, Anderson und Sanders, ein ungewöhnliches Paar. Mein Dad heißt mit Nachnamen auch Sanders. Weder verwandt noch verschwägert. Das denkst du! Hey! 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 Okay. Ich hab's verstanden. Gehen wir noch ganz kurz da hinten hin. Was ist das denn hier? Ein Modell der Normandy SR-1 vielleicht? Ich würde schon sagen, ja. Jetzt haben wir schon einige Dörer geholt. 4 Stück neue oder sowas. Kann das sein, ja? 4 Stück könnten es wirklich sein. Aber hier unten habe ich 3 gefunden. 1, 2, 3. Nee, 4 habe ich gefunden. Irgendwo anders habe ich gleich auch noch 1 gefunden. Okay. Na gut. Dann haben wir also auch mal alle Gespräche jetzt, glaube ich, durch. Das heißt für mich, ich gehe ins Kampfinformationszentrum. Und schauen wir mal mein Logbuch an. Mein Logbuch. Wo war das jetzt hier? Priorität Tuchanka. Ach du großer Gott, sind das viele. Attika-Traverse, die Rachni, genau. Ein kroganisches Kundschafterteam ist verschollen, als Gerüchten über Aktivitäten am Rachni-Portal nachgegangen ist. Untersuchen Sie die Sache und finden Sie heraus, was dem vermissten Team zugestoßen ist. In der Attika-Traverse, die Rachni finden. Und ich würde sagen, das würde ich sehr gerne tun, aber erst, nachdem ich einen kleinen Schnitt gemacht habe. Bis gleich.